Die Straßen im Harzvorland sind bei gutem Wetter ein Bikerparadies. In der Nähe der Ortschaft Nette führen Stefan Heinz und Jörg Eisebitt von der Polizei Hildesheim mit der Kontrollgruppe Krat eine Motorradkontrolle durch. Heute kontrollieren wir mal wieder am Weinberg. Hier Ortsausgang Nette liegen so ein paar nette Kurven, die die Motorradfahrer immer wieder nehmen, um dort ihre Rennsportaffinität auszuleben. Das gefällt den Anwohnern natürlich nicht so, weil das nur 200-300 Meter entfernt ist. Es ist sehr laut durch die Motorräder. Und wir gucken eben, ja, dass die Motorradfahrer regelkonform unterwegs sind. Die Polizisten winken den ersten Biker auf den Kontrollplatz. Und möchte da Fahrzeugschein, Führerschein? Fahrzeugschein, Führerschein, ja, klar. Alles, was ich habe. Alle frisch gekauft. Weitgehend serienmäßig, Zubehörspiegel dran. Was gleich auffiel, als er in die Kontrolle reingefahren ist, das waren diese beiden LED-Lichtbänder am Kühler rechts und links. Also auf den ersten Blick habe ich da kein E-Prüfzeichen gefunden. Das heißt, für den Straßenverkehr sind die sicherlich nicht hergestellt. Wie gesagt, kann man auch sehen am Zulassungsdatum. Ich habe gerade erst gekauft vom Händler. Alles gut. Mit den Dingern dran. Wir machen ja noch gar keine Repressalien. Ich wusste auch, ehrlich gesagt, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Wir machen gerade erstmal nur Bestandsaufnahme. Führerschein. Ach so, ja, doch, da kriegst du. War so laut? Nee, ne? Flüsterleise. Aber man hat sie ja gar nicht gehört. Also, du hast ein Moped so gekauft, ja? Ja. Okay. Spricht sich natürlich frei von Ihrer Verantwortung als Halter. Wäre natürlich die erste Frage, was mit diesen Lichtbändern ist. Jede lichttechnische Einrichtung braucht ein E-Prüfzeichen. Ne? Mhm. Das hat jetzt gar nichts. Das sieht so aus, als ob das irgendwie, weiß ich, auch als Tagfahrlicht irgendwie fürs Auto benutzt wird oder sowas. Auf jeden Fall nicht, um das irgendwie am Kühler anzubauen. Mhm. Das ist für die Glasvitrine zu Hause. Busfahrer? Ja. Tiefladertransporter. Okay. Mhm. Habe ich 95 gesehen. Jojo. Ja. Sonst immer große Schwertransporter und am Wochenende mal ein bisschen Motorrad, das ist ja richtig. Wenn wir die Zündung nochmal anmachen, dass wir das Licht mal sehen. Ich habe das eben nur so halb beim Anfahren gesehen. Mitschall? Ja. Wenn das immer an quasi. Ja. Das können Sie auch nicht steuern? Nein. Okay. Ja. Dann gerne es abklemmen, wenn du möchtest. Ja. Wäre ja, gut, wenn wir beim Sie bleiben würden. Hm. Ja, Sie dann. Dafür gebe ich Ihnen eine Mängelmeldung mit, dass Sie das nochmal nachweisen. Und ich gucke gleich nochmal nach. Das zieht auch ein kleines Verwarngeld nach sich, wenn die Einrichtungen nicht ganz in Ordnung sind. Haben Sie eine C-Karte mit? Eine C-Karte, ja. Ja, wir nehmen eine C-Karte mit. Dauert einen Moment, ja? Ja. Aber alle lichttechnischen Einrichtungen müssen halt zugelassen sein. Damit wird dann halt ausgeschlossen, dass sie Übermaß blenden, dass sie falsch abstrahlen, wie auch immer. Auf jeden Fall diese LED-Lichtbänder hier, die sind ganz normal für, ich denke mal, für Möbel, für Indoor oder auch für, wo immer man sie anbauen mag, als Beleuchtung, nur nicht halt als Tagfahrlicht, wie es ja hier dann sein sollte, ist es ja nicht zugelassen. Und somit ist halt der Nachweis nicht erbracht, dass sie den Gegenverkehr nicht blenden und dürfen dann am Motorrad auch nicht verbaut werden. Ich meine, ich kann mich jetzt auch nicht davon freisprechen, dass ich damit gefahren bin, aber ich sag mal so ehrlich gesagt, schlecht ist es jetzt nicht. Man hat nur einen kleinen Scheinwerfer, den man sieht. Ich sag mal, wenn man jetzt als Gegenverkehr, ein Pkw oder irgendwas, dann gerade so Kurvenstrecken aus, und wenn dann ein kleiner Scheinwerfer auf mich zukommt, den registriere ich nicht so schnell, wie als wenn mehrere Scheinwerfer auf mich zukommen. Dasselbe Problem habe ich ja immer mit dem Lkw als Berufskraftfahrer, dass die Leute ja auch, entweder sehen sie nur zwei kleine Scheinwerfer, die am entgegenkommen, oder sie sehen etwas mehr Licht. Das etwas mehr Licht fällt schon auf. Und dann merke ich natürlich, alles klar, da kommt was Größeres auf mich zu, wenn da mehr Licht kommt. Ist zwar auch immer alles verboten momentan in Deutschland, aber naja. Oh, hier, fein. Ansonsten biete ich Ihnen Verwarngeld von 10 Euro an. Das können Sie hier vor Ort direkt mit EC-Karte bezahlen, wenn Sie möchten. Ja, für 200 nimmst du, glaube ich, nicht mehr. Nee, Bargeld ist immer schlecht. Nee? Ja, also nehmen wir gar nicht mehr. Nee? Gut. Gut. Bitte schön. Dann bitte einmal die PIN und bestätigen. Ja. Muss ich dann nochmal vorführen irgendwo, oder? Ja, das geht gleich weiter. Karte abziehen, bitte. Brauchen Sie eine Quittung? Nö, kriege ich nicht wieder. Können Sie auch nicht von der Steuer absetzen? Nee, leider nicht. Das gebe ich Ihnen mit, das ist eine Mängelmeldung. Mhm. Sie haben 14 Tage Zeit. Ich habe hier drauf geschrieben,
Parkverlicht ohne Zulassung am Kühler, damit der Kollege Bescheid weiß, müssen wir einmal vorfahren und zeigen, dass die es abgebaut haben bzw. abgeklemmt haben. So, ja, dann lernt er einfach umfahren, ne? Können überall in jeder D-Stelle fahren. So, kein Ding. Und dann, achso, warte, noch ein Punkt. Ja, dann schickt ihr das zu mir und dann vernichte ich meinen Durchschlag. Sollten Sie das nicht in 14 Tagen machen, würde die Zulassungsstelle sich bei Ihnen melden. Ja, so schwer ist es jetzt nicht und lernt das auch nicht so weit. Genau. Alles klar, wunderbar. Gut, dann vielen Dank, schönen Tag noch. Gute Fahrt, ne? Jo. Der Motorradfahrer muss jetzt auf direktem Weg nach Hause fahren. Los. Die Kollegen haben inzwischen ein auffällig lautes Motorrad in die Kontrollstelle gelotst. Lenkungsdämpfer haben sie eingetragen. Und das ist das vorne für die Starttestplatte. Das sind wackelige Sachen, ne? Ja, die Schraube da unten löst sich immer. Kleinen Moment. Das ist gut. Der Polizist holt sich Rat bei seinem Kollegen Lennart Heiden. Eigentlich alles eingetragen. Ja. Dem fällt die umgebaute Bremsanlage auf. Bei Strafwegskleidung hätten wir eine ABE dabei. Das heißt, er hat die selber angebaut, ohne dass er sie abnehmen musste. Und dann guckt man immer, es kann ja immer trotzdem noch mal sein, dass jemand, der nicht so viel technisches Verständnis hat, die Leitung doch zu kurz macht oder falsch verlegt, sodass, wenn man lenkt oder das Motorrad einfedert, die Leitung gerissen oder zu lang gezogen wird und dann natürlich die Bremse nicht mehr funktioniert. Danach habe ich jetzt gerade geguckt, aber das sieht okay aus. Und für seine Bremsscheibe, da ist auch eine KBA-Nummer drauf, das ist für uns wichtig. Das heißt, sie wurde vom Kraftfahrtbundesamt geprüft und ja, hält den Belastungsstand. Ne? Seit von 2003. Ja, da oben war sie sehr laut und hier unten natürlich nicht mehr. Da oben habe ich sie richtig gehört. Ja, da scheint man mit dem Steuern, das ist halt so, ne, aus der Kurve raus. Da vertut man sich da vorne. Ja. Nö, bist du nicht. Nee. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es könnte an der Grenze liegen, aber das wird schon passen. Ich wurde jetzt schon so oft angehalten und es hat nie wer was gesagt bisher. Von daher bin ich da entspannt. Ich fahre ja regelmäßig hier. Ne? Ich weiß ja, dass hier kontrolliert wird. Ja, Beschwerdelage ist da. Keine Frage. Müssen wir es machen. Sie kommen ja aus der Ecke hier, dann wissen wir was. Okay, das halt. Lennart Heiden und seine Kollegen messen das Motorengeräusch. 6.500 Umdrehungen, 95 Dezibel dürfen Sie im Stand haben. Okay, testen wir mal, ne? Das testen wir mal. Also jetzt kann ich das hier machen Sie mal an, genau.